hat Modi für uns mal den 311 rausgeholt. Heute sind wir in Staupitz bei Daniel. Also ich bin David Seidel. Mein Name ist Sven. Viele kennen mich auch noch Cosmo. Ich bin der Zinge von Eternal Bike. Heute sind wir in Mülsen bei Nico. Ich bin der Jens, bin 32 Jahre alt, komme aus Erfurt. Tell them I'm staying right here, tell them I'm switching my gear, yeah. Tell them I'm just getting started, tell them this year's my year, ayy. Tell them I'm staying right here, tell them I'm switching my gear, yeah. Tell them I'm just getting started, tell them this year's my year, ayy. I've been this world since a womb, I'll take the man of the tomb, yeah. Now they all ask what I'm doing, well, you see it is soon, say that they know what to do, say I should listen to you, yeah. Y'all don't know what I've been doing, trust me, you don't got a clue. Take the top of my front door, only fiends coming through the bay. Got my problems, I don't want more, leave the past up in the past. The way I'm moving need a hard pass, all class with a book bag. In the night with that all black, hang it up, then don't call back. Yeah, I got time and it's all on my mind, so I tell them I'ma let it out. Yeah, and I got guap, but you know I can't stop, so I tell them I'ma dead it now. Yeah, yeah, I got green and I got a Swiss cheese, but I'm looking for the cheddar now. That shit was all bad, now I'm coming to get last, and this year's looking better now. Tell them I'm staying right here, tell them I'm switching my gear, yeah. Tell them I'm just getting started, tell them this year's my year, ayy. Tell them I'm staying right here, tell them I'm switching my gear, yeah. Tell them I'm just getting started, tell them this year's my year, ayy. Tell them that, 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 yeah. Ja, hi Leute, wir sind heute hier bei David, gucken uns seinen B1000 an. Übelst geiles Projekt, extrem interessantes Fahrzeug, geile Motortechnik, da gehen wir auch nochmal schön drauf ein. David, erzähl uns mal ein bisschen was zu dem Fahrzeug. Also ich bin David Seidel und habe mit meinem Kumpel Daniel das Auto jetzt 4 Jahre lang aufgebaut in mehreren Sektionen. War im Rohzustand eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Also wir haben beim Haus eigentlich fast alles neu gemacht, was man sich denken kann. Also ich glaube ein bisschen Unterboden und das Heckblech ist geblieben. Der Rest ist alles neu rangekommen, weil es einfach zu sehr verfault war. Sogar auch das Dach war einfach nur durch. Die erste Sache war die, wir haben gesagt, es soll eigentlich bloß die Technik gemacht werden, Unterboden geschweißt werden. Das andere, was halt so drankommt, Raumpulvern. Und dann habe ich gesagt, wir lackieren den matt und bauen dann so die ganzen alten matten Teile oder verwitterten Teile wieder dran. Wir haben die Lampenringe dran gebaut und haben gesehen, dass es einfach nie funktioniert. Es sah einfach scheiße aus und da haben wir gesagt, wir machen halt doch alles neu. Auch Optik oben, dass es halt in dem Sinne diese Matte und diese Chrom-Effekte sich gegenseitig zeigen. Und ich denke mal, das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Ja, mega geile Kombi. Was ist das für ein Farbton, für ein Lack? Das ist eigentlich ein Rollfarbton, 50-15 Himmelblau. Ja. Und das Weiß ist 90-16 Verkehrsweiß, also jetzt nichts. Und das Blau ist komplett in matt, ne? Das ist alles in matt, ja. Das Lenkrad ist halt weiß, glänzend, ja. Einfach daher, weil matt würde sich dort einfach nicht profilieren, weil es wäre nur Dreck. Und daher. Also du fährst auch ohne Luft, das ist Statik tief, ne? Wie tief ist der? Ja, das Tiefste, was es beim B1000 geht, also. Ja. Also mit Umbau vom Auspuff, genau. Extra Tunnel eingeschweißt, wir dass haben, der hochgelegt wurde. Ja, wir haben gesagt, also ich bin derjenige, der immer so die Ideen in den Raum schmeißt und dann gibt es halt 2-3 Bier und dann wird gesagt, die Idee war gar nicht so blöd. Dann ist es halt so gewesen, dass ich gesagt habe, warum können wir den Auspuff nicht oben langlegen, weil es in dem Sinne der tiefste Punkt beim Borkus ist. Und die Kerle haben dann irgendwann gesagt, wir machen das. Und dann haben wir einen Tunnel eingeschweißt und haben in dem Sinne dann mit einem Fächerkrümmer und der Resonanzblase den oben lang gelegt, durchs Fahrerhaus, gar nicht unten lang.
und dann verschwindet der unten unter der Pritsche ganz knapp. Und damit haben wir eine Bodenfreiheit, die sonst keiner hat im Bargas. Also jeder hat das Problem, aber ich denke mal, wir haben es am besten mitgelöst. Ja, du hast ja das Problem vom Motorträger und vom Auspuff, ne? Genau. Also der Motorträger ist ja immer noch das Problem. Ja, muss ich sagen, haben wir eigentlich gar nicht das Problem, weil wir fahren 17 Zoll, zwar in der tiefsten Tiefe, die es gibt. Problem ist aber, oder sag mal, Problem kann man das schlecht nennen. Ich würde sagen, wir fahren ziemlich hoch trotzdem noch. Es sieht zwar sehr tief aus, aber also aufsetzen haben wir eigentlich ganz selten. Wo viele anderen schon den Motorträger umbauen, meiner ist ein Original. Muss ich eigentlich jetzt nicht dran erinnern. Ich habe auch kein irgendein Blech, was irgendwas abhält, sondern ja, also diese Offsetzer. Kommt, was es kommt. Ja. Ja, so viel ist es nicht. Also wie gesagt, das ist ganz selten. Was sind das für Felgen? Die Felgen sind 17 Zoll hattest du schon? Genau, es ist 17 Zoll. Das sind Sterne vom UAS. Und da war halt so die Sache, wir sind halt 2 Jahre am Bau von dem Fahrzeug dran und wir haben einen Kumpel, der baut Autos über einen Winter. Ja. Und ich war bei dem zum einfach mal gucken, was der so macht. Und da schöne Grüße an Cowboy nach Wermsdorf. Der zeigt mir seinen Bargas, das war ein Bus. Auch, der hat zwar glänzend gehabt, aber auch blau, weißes Dach, weiße Stoßstangen. Und am Anfang hatte ich 15 Zoll, die waren schon gepulvert, die waren schon teilweise lackiert, weil wir die Betten hatten wir chrom gepulvert und die Sterne lackiert. Und ich komme dorthin und dann sage, also, guck dir mal meinen Bus an, sieht da nicht geil aus? Und ich denke mir so, ist das eigentlich dein Scheiß Ernst? Ich sage, du hast die gleichen Felgen drauf wie ich? Ich sage, das geht nie. Und dann bin ich heimgefahren und habe gesagt, die verkaufe ich wieder, geht nicht. Ich kann ja nie 4 Jahre ein Auto bauen und dann willst du ja ein bisschen was Exklusives teilweise haben. Ich habe es zwar so gebaut, dass es mir gefällt, mir hat das auch gefallen. Aber ich dachte mir so, wo ich das auf ihm, seinem Bus gesehen habe, jetzt hast du es ja schon mal gesehen. Ja. Ja, und dann habe ich die Felgen verkauft und habe dann gesagt, ich baue auf jeden Fall ein zweiteiliges Rad oder ein mehrteiliges Rad. Und da war es halt so, dass ich mich an Piotr Deichsel gewendet habe. Der hat dann gesagt, es funktioniert mit einem Bargas-Stern gar nicht, weil der einfach zu klein ist. Das ist ein 13 Zoll Stern und da würdest du maximal auf eine 15er Felge kommen. Du kannst ja mit einem Stufenbett so 2 Zoll springen. Mit einem Slantslip wäre es vielleicht was anderes gewesen, aber zu der Zeit war es halt nur so, dass er gesagt hat, die beste Variante wäre, wir hätten einen 15 Zoll Stern und würden dann in dem Sinne aufbauen mit einem Doppelstufe auf 17 Zoll. Am Anfang habe ich auch gedacht, das ist ziemlich groß, aber ich würde sagen, 17 Zoll ist eigentlich so die perfekte Größe für das Auto. Größer nicht, aber auch kleiner geht. Aber ich denke mal, so wie es jetzt da steht, gefällt es mir am besten. Ich will auch nichts mehr dran verändern. Ich finde, das sind auch die Felgen für das Auto. Ja. Ich bin da auch nicht so derjenige, der dann jedes Jahr ein neues Rad fährt, sondern dann baue ich lieber ein neues Auto mit neuen Rädern. Auch geil. Ja. Ja, wie gesagt, das ist ein UAS-Stern mit einem BMW 17 Zoll Innenbett und einem BBS 17 Zoll Doppelstufe aufgesetzt. Und Reifenkombination ist? Und vorne fahre ich eine 195 40 17 und hinten fahren wir eine 235 40 17. Mega gut. Jo, dann kommen wir zum für mich interessantesten Projekt. Deine Motortechnik, die ist mega interessant. Und was ist da alles passiert? Melkus-Motor hast du gesagt, den hast du da bauen lassen? Ich habe den Rumpfmotor und die Kurbelwelle habe ich bei einem Motorenbauer bei mir aus der Region bohren lassen. Neue Kolben, Kurbelwelle hat der gemacht. Ja. Also diesen Rumpfmotor hat er gemacht. Durch meine Arbeit bei Dent Wizard ist es so, dass ich bei Melkus direkt auch, das ist in dem Sinne ein Kunde von mir, und ich dort auch meistens bei Melkus bin und auch jedes Mal so ein RS 1000 sehe und denke mir so, ist schon ein schönes Auto. Ja. Aber die Preise sind halt von gut und böse. Aber für mich war eigentlich immer so der Klang, wo ich sage, das wäre ein geiles Auto. Also zumindest der Motor wäre ziemlich cool im Bargas. Es klingt geil. Ein bisschen Leistung, sag ich mal, für so eine Hütte ist. Man holt ja eigentlich nie, sag ich mal, die Butter von der Bämme, aber es beschleunigt wenigstens ein bisschen ordentlich raus. Ja. Darum geht's eigentlich. Und Rasen tue ich mit den alten Hütten eigentlich auch gar nicht, dafür gibt es andere Autos. Ich habe es letztens wieder gesehen, es geht halt mal schnell, wenn ein Unfall passiert. Man hat in den Hütten eigentlich gar keine Sicherheit und daher ist das für mich eigentlich auch so, dass ich sage,
es ist cool, es macht Spaß, aber um schnell zu fahren, würde ich da lieber ein anderes Auto nehmen. Genau, also der Rumpfmotor, wie gesagt, wurde bei einem anderen Motorenbauer gebaut. Melgos hat sich dann der Sache angenommen, die haben den Luftkanal bearbeitet. Mhm. Der wurde ja ausgeharzt, damit jeder Zylinder in dem Sinne seine eigene Luftführung hat oder Gemischführung, ja. Sagen wir es mal so. Ist ja original anders, ne? Also original versorgst du den Motor mit einem Vergaser auf alle drei Zylinder und das musst du umgebaut werden. Ja, genau, für die also, drei einzelnen genau. Vergaser brauchst du jeweils einen eigenen Ansaugtrakt. Und das genau, muss halt entweder mit Harzen kleben, habe ich schon gesehen, dann werden auch CNC-Teile, gibt es auch schon, die das machen. Schweißen habe ich auch schon gesehen, das, ja, muss man für sich entscheiden, welche Variante am besten ist. Ne? Das, sind, ja, also, das ist die alte Dreivergaseranlage, ne? Genau, das ist die originale Melgos Dreivergaseranlage, auch mit den originalen, sage ich jetzt mal, Vergasern, die genommen wurden dafür. So an sich war es jetzt abgestimmt in dem Sinne für die Rennstrecke mit Trichtern. Ja. Man denkt manchmal, dass es so ist, dass derjenige nicht fahren kann oder dass das Auto nicht richtig läuft, weil der sich manchmal ein bisschen verschluckt oder... Ja, untenrum, das hört man so ein bisschen raus, ne? Ja, das muss man da, also wenn er warm ist, ist es wieder was anderes, als wenn er kalt ist. Und ich war zumindest so am Anfang, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne auch Trichter fahren, das ist cool. Ja. Aber das Problem ist halt, der Motor sitzt im Bargas ziemlich tief. Und Melkus hat zu mir gesagt, die schaffen es auf der Rennstrecke, um manchmal zwei, drei Motoren zu erden. Mhm. Einfach weil ein kleines Staubkorn angesaugt wird, es kommt in den Motor rein und dann ist der Motor Schrott. So, und jetzt die im Nachhinein. Lage, die feine Kugellage, das sind und ich sag mal, beim Melkus sitzt der Motor hinten und ziemlich weit oben. Ja. Und hier sitzt er vorn und ziemlich tief. Und da war es dann auch so, wo ich gesagt habe, nach der ersten Saison, es klingt geil. Ja. Mit Trichtern ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Für mich, wo habe ich gesagt, ich würde jetzt doch lieber wieder auf Luftfilter umbauen. Ja. Für mich sicherer, wo ich sagen kann, gut, okay, jetzt brauche ich in dem Sinne von Melkus nochmal eine Abstimmung, dass der halt eine andere Nadel kriegt, eine andere andere Mischung vom Luft-Benzin-Gemisch, dass das dann wieder hinhaut. Fährt sich jetzt trotzdem ganz okay und funktioniert. Wie gesagt, es ist halt in manchen Situationen, ich sag mal, in der Innenstadt ist es halt so, dass der da halt nie so schön fährt. Genau, und dann sind halt, wie gesagt, die Sachen, dass der Motor für mich eigentlich ziemlich wichtig war, dass ich gesagt habe, ich will den gerne haben. Mhm. Es bringt zwar keine Punkte, aber ich würde halt einfach gerne den Sound fahren wollen. Ja. Und das war eigentlich so mein Streben, sage ich jetzt mal so. Ja. Dass ich gesagt habe, es wird so passieren. Es war zwar nicht gleich am Anfang so, ich bin am Anfang einen Originalmotor gefahren, aber auch schon mit Resonanzauspuff und Fächer. Aber wie gesagt, im Winter darauf haben wir dann halt umgebaut auf den Melkus Motor. Ja. Und gesehen habe ich auch die Kühlung hast du komplett umgebaut. Entschuldigung. Zeig doch mal das Ganze. Ja, genau. Du hast damit geprahlt, du baust hier die Anlaufstattung in 1 Minute 40 um, oder? Was war das? Lass uns das mal machen, dann können wir genau den Motor mal abfilmen, dann sieht man das mal direkt. Ja, also in der Stellung geht ungefähr 1 Minute 40, kann man die ausbauen. Dann machen wir das direkt. Ja. Ja. Stefan, film mal rein hier, das ist ja schon mal eine Augenweide. Für alle Freaks, die so ein bisschen auf Motor-Tuning stehen, das ist schon ein Hammer, finde ich. Ja, also es ist, ich sehe gleich, das ist ein umgebauter Kopf. Da ist die Wasserpumpe alles entfernt worden. Hatten wir gesagt, glaube ich, 3-11er-Kopf hast du genommen? Genau, das ist ein 3-11er-Kopf, wo ich halt die Wasserpumpe weggeschnitten habe und in dem Sinne das alles glatt geschliffen habe. Und dann wurde halt alles poliert, also Kopf poliert, Zündgehäuse poliert, Lichtmaschine poliert, Ansaugbrücke, Vergaser war alles poliert, gut durch die Fahrt, durch die Hitze. Getriebedeckel ist poliert, von der Antriebswelle der Deckel ist poliert. Das hat mir der Polierpapst aus Chemnitz gemacht. Mhm. Der macht sehr gute Arbeit, bin ich zufrieden damit gewesen. Das war halt so in dem Sinne, ich wollte eigentlich, wenn du den Motorraum aufmachst, dass du reinguckst und sagst, gut, okay, da blinkt schon was. Es ist halt nicht bloß alles schwarz oder irgendwie, sondern da sieht es halt halbwegs vernünftig aus. Ja. Hier hattest du die Luftfilteranlage angesprochen. Hier sind eigentlich abgestimmt mit diesen Lufttrichtern, wer die kennt. Das sind einfache Lufteinlässe, wo die Luft ungefiltert in den Motor angesaugt wird. Ist natürlich, wenn du normal auf der Straße fährst, saugen die natürlich auch jeden möglichen Dreck an. Nicht so optimal. Deswegen bist du jetzt auf die Variante mit
Filtern gegangen, dass halt auch saubere Luft angesaugt wird. Na, wenn man jetzt sieht, hier sitzt der Filter oder hier hätte der Trichter gesessen, genau. Und wenn man hier durchguckt, das sind vielleicht 50 cm bis zum Boden. Ja. Das ist einfach zu wenig Platz, sage ich jetzt mal. Ja. Hier ist der Tunnel zu sehen, der eingeschweißt wurde, genau. Damit der Auspuff nach oben verlegt werden kann, um Bodenfreiheit zu gewinnen. Genau, also wenn man jetzt hier drüben reinguckt, sieht man auf jeden Fall, dass hier unten drunter in dem Sinne alles frei ist und dass man da sehr viel Platz hat. Deswegen haben wir, wie gesagt, den Motor, also den Auspuff oben lang gelegt. Mhm. Wie gesagt, mit einem Flexrohr versehen, weil der Resonanzauspuff ist in dem Sinne hier hinten hinter der Pritsche verschraubt. Mhm. Der Motor vibriert ja in dem Sinne. Wenn man jetzt das Flexrohr nie hätte, würde es auf jeden Fall nie lange dauern und würde es auf jeden Fall wegreißen. Mhm. Ja. Und man muss ja immer sehen, dass die ganzen Abstände in dem Sinne eingehalten werden. Mhm. Weil es hat ja mit einer Resonanz hat es ja damit zu tun, dass der Weg von jedem Zylinder gleich ist. Krümmerlängen sprichst du jetzt an, ne? Genau, Krümmerlängen und auch der Weg von dem Zylinder bis zur Blase, genauso wie der Weg zur Blase, sind alle gleich. Ja, das ist wichtig. Genau. Genau. Mhm. Das ist halt so eine Sache, das sollte man schon drauf achten. Mhm. Ansonsten ja, ist es für einen Motor auf jeden Fall nicht gut. Das Getriebe ist original, so das wie es in B1000 ja, gegeben hat. Keine Übersetzungsänderung irgendwie. Ne, ist ein originales Pritschengetriebe. Ja. Da gab es jetzt nichts. Fährt laut Tacho 120. Ja. Dann ist Schluss. Aber wie gesagt, reicht vollkommen aus. Ja. Zündung hast du kontaktlose Elektronikzündung. Genau, ne? Genau. Und halt die Kühlung umgebaut auf elektrische Wasserpumpe. Genau, wenn man jetzt nochmal sieht, sieht man hier unten die elektrische Wasserpumpe aus dem Rennsport. Also das ist auch die Davis Craig EWP 80. Genau. Ne, die ich auch in meinem 600er verbaut habe. Genau, ja. Die zieht unten aus dem Motor das heiße Wasser direkt an und drückt es dann in dem Sinne in den Kühler und dann kommt es eigentlich oben schon wieder rein. Also es ist ein ziemlich simples Prinzip. Ich wollte halt gerne keine Wasserpumpe, die über den Riemen läuft. Ja. Und mit 8 Litern in der Minute ist es so, dass die genug Wasser fördert und sage ich mal auch von der Wassertemperatur eigentlich so bleibt, dass es zu keinem Hitzestau kommt. Und ja. Ja, als du gekommen bist, habe ich gesehen auf deinem digitalen Thermometer 70 Grad Motortemperatur. Ja. Ist ja mega gut, ne? Ja, also Melkus hat zu mir gesagt, die fahren im Rennsport, fahren die zwischen 50 und 60 Grad. Ja. Und da hat das Auto die optimale Leistung oder die höchste Leistung, die es so vom Motor in dem Sinne erreichen kann. Wir haben jetzt hier eine Ausbaustufe von ca. 85 PS mit dem, was jetzt so eingestellt ist. Man könnte es alles weiter treiben, aber ich sag mal, reicht eigentlich vollkommen aus. Mega geiles Motorprojekt so. Aber auch wo man überall hinguckt, geile Details, die Innenausstattung, mega gut. Ja, also ich wollte eigentlich, dass es ziemlich dem Alter entsprechend ist. Mhm. Dass es jetzt nicht irgendwie neumodisch dasteht, sondern wirklich der Baujahr 65 ist, auch dahin tendiert. Vom Leder her wollte ich es eigentlich auch ziemlich schlicht haben. Ja, mega gut die Sitze, ne? Geil, das aussieht alles. Das ist hier der das? Das ist der Sattler, genau. Das ist der Tom von Tom Cortex. Der macht alle meine Projekte. Der ist immer bestrebt, meine Wünsche zu erfüllen, aber macht er auch. Also genauso wie wenn man jetzt hier in den Fußraum unten reinguckt, da haben wir extra Pappen angefertigt, damit man in dem Sinne die Rückwand der Front nicht sieht. Das ist halt alles in selber Hand angefertigt. Das ist so original nicht, ne? Das gibt's so, alles blank. Genau, das gibt es sonst nicht, das ist alles blank. Wir haben da extra Pappen besorgt, die sind richtig so für Verkleidung vom Auto, kosten schon auch ein paar Fänge. Und dann habe ich halt gesagt, dass das eigentlich in dem Alcantara abgesteppt werden soll alles. Ja. Weil das fühlt sich weicher an, sage ich jetzt mal so. Ja, hübsch, mega gut. Passt perfekt zum Konzept. Die Ladefläche, ist das alles Eigenbau? Die Ladefläche an sich haben wir... Die Bordwände sind alles Eigenbau? Die Bordwände sind, ja, die sind gekürzt, ein bisschen gekürzt, ja. Um anderthalb. Also eigentlich wäre die Pritsche würde bis hierhin gehen. Ja. Das Holz ist Bangirei. Ja. Ich wollte eigentlich ein tropisches Holz haben, damit man nicht so viel Probleme hat, wie man es sonst kennt. Problem ist, die haben mir in dem Sinne ein Holz geschickt, was einfach noch zu nass war.
Also ich hätte es so, wie es kam, also es hat gedauert ein Vierteljahr, bis das da war. Und dann hätte ich das in dem Sinne einen Sommer draußen bei 40 Grad hinlegen müssen. Balken wie Bretter. Und dann erst verbauen. Wir haben natürlich das ohne gewusst. Also ich sag mal, mein Opa, der war Tischler. Die hatten eine eigene Tischlerfirma. Der hätte es gewusst, den gibt es leider nicht mehr, aber wir haben es halt nicht gewusst. Und das war, sag ich mal, ein kleines Thema, wo wir ein Jahr später nochmal nacharbeiten mussten. Wenn man sich jetzt die Fritsche anguckt, haben wir in dem Sinne hier Stöße, Nut und Feder, die waren zusammen. Die waren wirklich zusammen, Brett an Brett. Ja. Und jetzt sieht man hier ungefähr 0,5 mm. In dem Sinne, wo es sich zusammengezogen hat, was man vorher hätte nie gedacht. Alle sagen, es sieht cool aus. Ich denke mir immer so, wenn es gut aussieht, ich bin auch damit zufrieden. Ich finde das jetzt nicht schlimm, aber geplant war es eigentlich so nie. Ich wollte es eigentlich gerne, dass es wirklich Stoß an Stoß ist. Wir haben in dem Sinne ein Jahr später die ganze Pritsche nochmal auseinandergebaut und haben jedes Brett nochmal nachgerichtet. Gerade auch die Seitenplanken waren nochmal echt schlimm. Haben das nochmal neu verschraubt und dann jetzt seitdem funktioniert es. Also wie gesagt, jetzt ist es ordentlich trocken, jetzt passiert da nichts mehr. Ja, damit transportierst du auch halt deine Mopeds durch die Gegend. Ja, das war so eigentlich... So kennt man die Ansicht, genau. Die ich hier auch anklammer. Da steht immer ein mega gutes Moped auch drauf. Ja, habe ich gedacht, ist zurzeit erstmal eigentlich nicht so interessant, weil wenn du immer ein Moped drauf hast, ist es immer cool, wenn du kein Moped drauf hast. Ja, also bei den Mopeds war es von Anfang an eigentlich so die Idee. Ein Auto zu bauen, wo ich auch die Mopeds hinten drauf packen kann und sagen kann, ich kann die mit zum Treffen nehmen, die müssen hier heimisch stehen bleiben oder ich kann bloß mit einem Auto fahren oder mit einem Moped. Also daher war das so für mich schon das Ding, wo ich gesagt habe, ich kaufe mir ein B1000. Da gab es halt auch die Geschichte vorher, dass mein Opa so einen früher hatte, wie gesagt, in der Tischlerei. Die hatten einen Bus und einen Koffer und für mich stand dann aber fest, Farbkombination machen wir auf jeden Fall, so wie es früher in der Tischlerei war. Ja. Aber halt, wir bauen hinten eine Pritsche drauf. Die Radkästen sind Originale vom Barkas, von der Pritsche, aber ich wollte es halt nicht so haben, wie es die meisten haben, dass die Radläufe in dem Sinne bis hier runterragen, weil ich sag mal, die Pritsche deckt es ja trotzdem ab und wir mussten ja in dem Sinne trotzdem ja irgendwie eine Abdeckung bauen. Und da haben wir aus U-Profilen erstmal einen Rahmen gebaut und haben dann den Radlauf weggeschnitten, so wie wir ihn brauchen, haben den oben drauf gelegt und alles, was in dem Sinne noch offen war, haben wir Bleche angefertigt, zugeschweißt, geflext. Also es sind originale Radkästen, aber so umgearbeitet, dass die in dem Sinne so auf die Pritsche passen, dass es aussieht, als hätte es die so früher mal original gegeben. Sieht stimmig aus auf jeden Fall. Wie bei jedem Fahrzeug und wie bei jedem Schrauber ist es so, dass man immer noch ein paar Wünsche im Kopf hat oder Änderungen. Ja. Was hast du noch so vor mit dem Wagen? Oder sagst du, das Ding ist für dich perfekt? Nee, also perfekt noch nicht, nicht ganz. Also es soll auf jeden Fall noch ein Safari-Fenster hinten rein. Ja. Dann wollen wir eigentlich gerne noch einen Spriegel bauen, der ungefähr eine Höhe hat, so wie das Dach. Also ungefähr die Strebe ungefähr hier und dann halt ein halbrundes Dach, so wie es halt hoch ist. Ob es nun Holz wird oder komplett aus Metall, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall kommt dann bloß eine Plane als Dach, auch so auf die Kante von der Dachrinne her, mit eingesteppt einem großen Barkas-Logo hinten drauf nochmal auf der Rückwand, damit einfach das Moped vielleicht, wenn es mal regnet, im Trocknen steht und ich das nicht jedes Mal abdecken muss. Ein bisschen Technik muss nochmal gemacht werden. Kabelboom hatten wir erst den alten wieder reingebaut. War ein kleiner Fehler, wo ich gesagt habe, gut, okay, hätten wir vielleicht doch einen kleinen neuen nehmen sollen. Der macht ein paar Probleme jetzt manchmal. Da geht halt mal die Tankanzeige nehmen, dann muss ich auch mal das Ding heimschieben. Also ich bin aber schon stehen geblieben und habe schon mal heimgeschoben, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Da bin ich eigentlich ziemlich schmerzbefreit und sage dann, ja, dann ist es halt so, es passiert. Ja. Das ist ein altes Auto, wo wir das Kühlsystem umgebaut haben. Das Kühlsystem läuft ja mit, weiß nicht, wie ist das bei dir, wie viel Bar hast du ungefähr? Ich glaube, es läuft ungefähr mit 3 Bar. Also beim Kühler ist ein Deckel drin, der hat ja einen Überdruck von 1,1 Bar. Ja, aber ich fahre ja schon wieder ein ganz anderes System. Ja, eben. Also 3 Bar habe ich auf keinen Fall. Ich fahre ja mit einem geschlossenen System. Ich habe ja in dem Sinne keinen Entlüfter. Ja. Also ich habe den Wassertank so gebaut, dass ich ein Steigröhrchen drin habe, was bis runter geht, weil mein Wasserbehälter sitzt tiefer als der Kühler. Also das Steigröhrchen ist also dauerhaft im Wasser, so dass der in dem Sinne nie Luft saugen kann. Das ist halt so das Thema und dadurch ist es ein geschlossenes System und dadurch hat es ein bisschen mehr Druck. Und das ist das Problem. Es war alles fertig, wir wollten zur Tuning World fahren und
dachten, gut, okay, machst nur ein paar Proberunden und kurz vorher fängt der eine Wärmetauscher an abzurauchen und dann der zweite. Also zurzeit ist keine Heizung verbaut. Das haben wir erstmal wieder zurückgerüstet auf normal. Das ist halt nochmal so, also brauchen wir nochmal ein paar spezielle Wärmetauscher, die halt auch den Druck aushalten. Mhm. Aber das sind halt so Geschichten, die dann jetzt im Nachhinein passieren, die wir auf jeden Fall noch machen werden. Wie gesagt, Kabelbohm wechseln, die Wärmetauscher wechseln, Safari-Fenster und den Spiegel. Ich denke mal, dann ist so das Auto fertig, wo einiges ich dann sage. Zu tun. Was steckst du dir selbst für ein Ziel diesen Winter? Na, diesen Winter nicht. Nächsten, denke ich mal. Ja. Das ist schon nochmal ein großes Projekt, dort in dem Sinne, das alles rauszubauen. Das Problem ist, durch unser Handschuhfach, was wir auf der rechten Seite reingebaut haben, können wir alles nur auf der linken Seite rausbauen. Und da muss schon viel weg und da baut man schon einiges auseinander. Das ist halt nicht mal so in einer halben Stunde gemacht, sondern da gehen schon mal 4-5 Stunden drauf, weil man muss alles ordentlich auseinanderbauen, irgendwo hinlegen, damit es nie kaputt geht, nie Dreck schwirrt, nie verkratzt. Na, das ist dann immer schon so, wenn man es einmal ordentlich gebaut hat, dann will man, dass es dann ordentlich behandelt wird. Mit Sandhandschuhen. Ja, naja, so nicht, aber du willst ja halt nie dreimal was machen, nur weil du immer nie drauf aufgepasst hast. Mega hübsch, mega gutes Fahrzeug. Ja, ich hoffe, wir konnten euch das gut erklären und auch gut zeigen und auch den Aufwand und die Liebe da zeigen. Und ja, Danny, vielen David. Hm. David, ich kenne dich nur als Dieb. Naja, ja, vielen Dank, dass du Zeit hattest und wir uns das Fahrzeug schön angucken konnten. Und auch, ich durfte mitfahren, war auch mega geil. Übelst geiles Drehzahlband der Motor, das ist genau mein Geschmack. Und ja, Osburg MV, den Kanal nicht vergessen zu abonnieren, wenn euch das gefallen hat. Und ja, schönen Tag noch.